Scheiß auf mein Abitur. Studio Bayern ist für das Gleiche auf die harte Ruhr. Ich kam auf die Welt mit nem Mic an der Nabelspur. Du kommst auf die Welt, Arschgeburt. Wenn dir irgendetwas sagen kann ich nicht, pass auf, ich rotz dir meine Erfahrung ins Gesicht. Im Urlaub fahren, versuchen sich auszubringen. Nach zwei Tagen wieder den Flug nach Hause nehmen. Nächte durchmachen, das Level erhöhen. Nur Pizza fressen und sich ans Herz stechen gehören. Kein Sport machen, physisch abgenommen. Aber zweieinhalb Monate lang Bühnenmarathon. Von Termin zu Termin fliegt Superstar. Und am nächsten Morgen wieder mit der U-Bahn fahren. Es ist jeden Moment von irgendwem was von dir erfahren. Aber die selbst erwähnen, das ist nicht so normal. Es ist, wenn wildfremde Menschen dich lieben und hassen, die mir nie nach Hause gehen. Weil über 70.000 virtuellen Freunden nur 5 Menschen vertrauen können. Wenn die Mädchen schreiben mir, dass ich sie bitte fliegen soll. Wenn die Typen schreiben, dass sie mich auf Straße fliegen wollen. Fremde Menschen spielen bei Beerdigung Tracks von mir. Fremde Menschen lassen sich Zitate von mir tätowieren. Als Jugendlicher Teil eines Vertrags werden. Von Produzenten von damals verklagt werden. Vor dem Referat heulen gehen, aber den Tag davor mit 15 Jahren vor 6.000 Menschen stehen. Das ist normale Wahnsinn, ich lieb ihn jeden Tag. Das ist normale Wahnsinn, ich lieb ihn mit ins Glas. Das ist normale Wahnsinn, ich lieb ihn jeden Tag. Das ist normale Wahnsinn, ich lieb ihn mit ins Glas. Das ist normale Wahnsinn. Ganz normaler Wahnsinn, komm mit mir, das ist der ganz normale Wahnsinn. Ganz normaler Wahnsinn, ganz normaler Wahnsinn. Das ist so ein ganz normaler Wahnsinn. Hardcore-Pornos-Gruppen, sich ekeln bei Liebessehen. Geldwerk mit 12 und sich nach der Bahn im Liebe sehen. Alles im Netz offenbaren, das Profil ist es wert. Und sich über Google Street View beschweren. Nachrichten gucken. Ein Kind, das im Wald stirbt und dann erwacht, dass die Pizza nicht kalt wird. Die Ehen von Blackfit dreimal im Monat raus und sich jedes Wochenende bis ins Horror raus. Kaffee to go, Nachricht schreiben und Musik hören. Weiter fressen, brennt von Graves, sie demonstrieren. Luxus leben und she, what up with kids fühlen. Alles haben und sich trotzdem wie ein Nichts fühlen. Das ist der ganz normale Wahnsinn und ich lebe ihn jeden Tag. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Und Stuttgart schreit ganz normaler Wahnsinn, ganz normaler Wahnsinn. Alles schreit ganz normaler Wahnsinn, ganz normaler Wahnsinn. 10 Jahre, das ist ganz normaler Wahnsinn, ganz normaler Wahnsinn.